Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Mein Name ist Bianca Oberscheider und ich darf Sie auch heute durch unser Wochenmagazin begleiten. Wir starten heute auch gleich mit einer Sonderreportage über Lechzürs. Ich wünsche Ihnen eine spannende Sendung. Traum auf der Kulisse hier im Arlberg habe ich die Freude, Ihnen die Region Lechzürs und Oberlech etwas vorzustellen. Angefangen bei der Ausrüstung bis hin zum Hotel und natürlich die Piste, alles werden wir uns anschauen. Ich freue mich jetzt schon drauf und hoffe, Sie bekommen schöne Eindrücke. Der Arlberg ist seit langer Zeit bekannt für seine traumhaften Winter. Die Wiege des alpinen Skilaufs, so heißt der Slogan von Ski Arlberg. Und vor allem die Region Lechzürs und Oberlech bestätigt dies in allen Belangen. Das Skigebiet liegt zwischen 1300 und 2800 Metern und besticht vor allem durch die fast endlosen Pisten und die zahlreichen Liftanlagen. Ja, eines, was beim Skifahren natürlich nicht fehlen darf, das ist die richtige Ausrüstung. Vom Ski angefangen bis hin zur Kleidung. Und da werde ich mich jetzt mal gut beraten lassen und werde mir das Richtige aussuchen. Wenn es um die Ausrüstung für den perfekten Skitag geht, dann ist man bei Sport Brändle in Zürs und Oberlech bestens aufgehoben. Service, Beratung und eine große Auswahl, alles wird geboten. Vor allem die Freundlichkeit steht aber im Vordergrund. Nicht umsonst heißt es Friendly Brändle. Die erste Station ist bei Skiservice und Verleih. Man wird freundlich begrüßt und merkt sofort, dass man an der richtigen Stelle ist. Der Mitarbeiter geht auf die Anliegen ein, egal ob Ski- oder Snowboardfahrer, das richtige Modell wird in Absprache schnell gefunden. Beim Skischuh ist dann das Wichtigste die Passform. Der Schuh muss perfekt sitzen. Auch hier stehen die geschulten Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite und helfen bei der Auswahl. Eine Besonderheit bei Brändle ist der Vakuumschuh. Dieser wird zuerst erhitzt und dann mit einem speziellen Verfahren, das mit Luftdruck arbeitet, ganz genau an die Fußform angepasst. Nach der Auswahl des Sportgeräts wird dieses dann natürlich noch hergerichtet und fit für die Piste gemacht. Eine eigene Kantenschleifmaschine ist vor Ort, das richtige Wachs wird aufgetragen und schon steht der Ski bereit zum Mitnehmen. Sogar das übernimmt aber Brändle. Die Ski werden jeden Abend direkt ins Hotel zugestellt. Alles, was der Kunde tun muss, ist das Hotel anzugeben. Perfekter Service bis zum Schluss also. Nachdem Ski, Skistöcke und Schuhe ausgesucht wurden, fehlt noch die richtige Bekleidung. Im zweiten Geschäft Ski- und Sportmode Brändle steht eine große Auswahl an Marken und Farben bereit. Auch hier steht Friendly im Vordergrund. In Ruhe kann man sich mit Hilfe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein Outfit zusammenstellen. Die Anprobe alleine macht sichtlich Freude. Qualität geht hier natürlich vor, aber auch das Auge soll zufrieden sein. Das perfekt zusammengestellte Outfit wartet dann nur noch darauf, die Pisten unsicher zu machen. Ja, also ich bin jetzt perfekt ausgestattet mit Ski, Kleidung und allem, was dazugehört. Und jetzt schauen wir ins Hotel. Ich werde jetzt mal einchecken und freue mich schon aufs Zimmer. Schon bei der Ankunft im Albona Nova in Zürs weiß man, dass es einem hier an nichts fehlen wird. Man wird herzlichst empfangen und mit einem Lächeln wird einem der Zimmerschlüssel überreicht. Währenddessen wird die Skiausrüstung bereits im hoteleigenen Skiraum untergebracht. Herzlich willkommen bei uns im kleinen und feinen Traumhotel Albona Nova in Zürs. Genießen Sie bei uns die Herzlichkeit und den Luxus eines 4-Sterne-Superior-Hotels. Die Albona Nova bietet für jeden etwas und wir freuen uns heute schon, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Die Zimmer selbst sind wunderschön hergerichtet und vor allem sehr geräumig. Die Liebe zum Detail merkt man auf den ersten Blick. Schon der erste Eindruck ist also perfekt. Wenn Sie sich auch gerne kulinarisch bei uns verwöhnen lassen möchten, dann sind Sie genau richtig. Hier erwartet Sie unser à la carte Restaurant, die Ente von Zürs, die in diesem Jahr mit 2 Hauben bei Gourmillot ausgezeichnet wurde.
Das Ambiente im Albona Nova ist allgemein sehr elegant und einladend. Das Angebot lässt keine Wünsche offen. Außerdem schlägt unser Herz natürlich auch besonders für Familien und Kinder. Groß und klein haben Spaß im Schwimmbad, die Eltern können danach den Wellnessbereich nutzen, die Kinder haben Spaß im Kinderspielzimmer oder auch in unserem Kinderkino. Ob alleine oder mit der gesamten Familie, das Albona Nova bereitet jedem Gast einen wunderschönen Aufenthalt und vor allem für die Ski- und Snowboardfahrer ist die Lage ideal. Das Hotel liegt direkt am Lift, somit verliert man keine kostbare Zeit während des Urlaubs. In der Halle oder an der Bar kann man sich dann noch verwöhnen lassen oder den Abend am Kaminfeuer einfach nur entspannt ausklingen lassen. Ja, top ausgerüstet und nach dem wunderbaren Aufenthalt hier im Hotel bin ich jetzt fit für die Piste und jetzt freue ich mich schon auf die ersten Schwünge. Für eines ist Lechzürs und Oberlech bekannt, das unglaublich breite Skivergnügen. Egal ob für Anfänger, Familien oder Profirennläufer, die Vielfalt an unterschiedlichsten Pisten und vor allem das große Angebot an freiem Gelände zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht. Die traumhaft schöne Landschaft am Arlberg ist dann doch das Tüpfchen auf dem i. Unter dem Skipool versteht man die gesamte Skiregion am Arlberg. St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech, Zürs und Oberlech. Mit der Dachmarke Ski Arlberg präsentiert sich die gesamte Region einheitlich und zeigt die Schönheit des Gebiets. Begonnen hat alles im Jahr 1937, als in Zürs der erste Schlepplift Österreichs eröffnet wurde. Mittlerweile finden sich am Arlberg 79 modernste Bahnen und Lifte, 23 Skiförderbänder, 280 Kilometer Skiabfahrten in allen Schwierigkeitsgraden und 180 Kilometer Tiefschneeabfahrten, um nur einige imposante Daten zu nennen. Der Skipool macht das ganze Skipass-System, alles was mit Skipässen zusammenhängt, passiert im Skipool. Wir haben die Weiße Ring Challenge. Der Weiße Ring, das Rennen ist am 19. Jänner. Aber den ganzen Winter kann man diese Challenge fahren und kann einen Heli-Skitag mit dem Hermann Mayer gewinnen und einen BMW X1 und einen Saison-Skipass. Dann haben wir die neuen Safety Points, Informationen für die Freerider, damit sie wissen, wie man sich im Gelände verhält. Sicher sehr wichtig, weil der Arlberg auch ein Freeride-Dorado ist. Und dazu zwei Lawinen-Beeps-Suchgeräte in Lech und eins in Zürs. In Lech am Schlössle, im Bereich Schlössle, Hotel Monoflur und beim Hotel Hinterwies. Da kann man seine Piepser testen und lernen, wie man mit dem Piepser umgeht. Mit der Skiverbindung Lech-Zürs-Wad-Schröcken wird also in Zukunft das Angebot nochmals vergrößert und ausgebaut. Somit bekommt das Ski-Eldorado einen noch größeren Reiz. Die Gemeinde Lech selbst ist mit knapp über 1500 Einwohnern ein kleiner Ort des Bezirks Bludenz in Vorarlberg. Durch die beeindruckende Skilandschaft hat sich Lech-Zürs über die Jahrzehnte zu einem der Skigebiete in den Alpen entwickelt, was den Bürgermeister der Gemeinde natürlich stolz macht. Ich glaube, was Lech-Zürs, was den Arlberg auszeichnet, ist einmal die Schneesicherheit. Bei uns gibt es keinen Winter ohne Schnee, findet nicht statt. Das Zweite, es ist das einzige Skigebiet in den Alpen, meines Wissens sogar weltweit, das eine Begrenzung hat im Skigebiet, das nicht unbegrenzt Skifahrer im Skigebiet lässt. Das heißt, dass uns sehr, sehr wichtig ist, dass die Qualität vor der Quantität geht. Und Qualität und Qualitätstourismus gehört zusammen. Ich glaube, dass was Lech-Zürs auch besonders auszeichnet, dass wir auf der einen Seite die hervorragende Hotellerie haben, also sehr viele 4- und 5-Sterne, aber auch ausgezeichnete 2- und 3-Sterne-Pensionen. Also das ist wirklich etwas, was mich besonders freut. In etwa die Hälfte der Betten sind in der 2- und 3-Sterne-Kategorie und das in sehr hoher Qualität.
Eines, was beim Skivergnügen natürlich nicht zu kurz kommen darf, ist die Verpflegung. Egal ob Hüttengaudi oder einfach nur ein Einkehrschwung, Lech Zürs bietet auch hier ein breites Angebot an verschiedensten Hütten, Restaurants und Bars. Egal ob die Rudalp direkt an der Piste beim Schlegelkopflift, dem Rüfikopf-Restaurant, der traumhaft gelegenen Walmalp oder der spektakulären Frozen Eisbar, für jeden Geschmack ist etwas mit dabei. Wir haben neben der Rudalp selber haben wir noch die Beimalp, das ist unsere zweite Skihütte, die ist ganz oben am Kriegerhangrad. Dann haben wir die Frozen Eisbar und seit heuer auch den Rüfikopf. Was uns ausmacht, auf der Rudalp zum Beispiel, wir schauen, dass wir sehr viele Produkte aus der Region verwenden. Wir schauen, dass wir dem Gast wirklich eine tolle Qualität bieten. Sind da auf der Rudalp ja bekannt für einen ganz tollen Weinkeller mit einem sehr umfangreichen Angebot. Wir haben über 400 Positionen auf der Weinkarte. Die Weinkarte ist sehr österreichorientiert und das Ganze wird sehr geschätzt von unseren Gästen. Bei der Beimalp zum Beispiel oben haben wir ein bisschen eine jüngere Küchenlinie. Da haben wir Pizzen, wir haben Wokgerichte, wir haben Pastagerichte. Ist ein bisschen eine frischere, eine jüngere Hütte als die Rudalp, hat eine ganz tolle Eisbar mit junger, flippiger Musik und so ist das auch ein bisschen konträr. Also wir haben durch das keinen Einheitspreis, wirklich unterschiedliche Hütten. Ja, die Frozen Eisbar, die liegt am Schlegelkopf direkt neben der Bergstation. Ist eine ganz besondere Eisbar, besteht komplett aus Schnee und Eis. Ist eine Riesentechnik dahinter. Das Ganze funktioniert so, dass es ein Grundgerüst aus Aluminium ist, wie man es vor dem Bühnenbau eigentlich kennt. Das Ganze ist überzogen mit Kältematten, die auch gekühlt sind. Und ja, ist wirklich eine einzigartige Bar. Ein komplett geschlossenes Gebäude aus Schnee und Eis. Und einzigartig in den Alpen, glaube ich, und absolut sehenswert. Perfektes Skivergnügen, endlos wirkende Pisten, eine traumhafte Landschaft, Unterkünfte, die jedem das bieten, was er möchte, beste Beratung, wenn es um die Ausrüstung geht und Verpflegung, Spaß und Party mit allen Facetten. Alles durften wir erleben, die Region Lech Zürs und Oberlech am Arlberg vereint alle Schönheiten des Wintersports und wird seinem Ruf als Wiege des alpinen Skilaufs absolut gerecht. Karl Grabuschnik in Klaus. Innovative Sportpreise. Modernste Laser- oder CNC-Gravurtechnologie. Schreibwaren und aktuelle Trendzeichen für den Bastelbedarf und zur Dekoration. Ganz unter dem Motto: Selber machen macht Freude. Karl Grabuschnik in Klaus. Pokale, Sportpreise, Edelglas und Bastelbedarf. www.sportpokal.at. Restaurant Mahlzeit mit allen Sinnen. Am Garmarkt im Herzen von Götzis finden Sie das Restaurant Mahlzeit. Die gemütliche Atmosphäre und das Ambiente laden zum Verweilen ein. Die ausgezeichnete Küche lässt keine Wünsche offen. Zur Mittagszeit oder am Abend bei einem traumhaften Dinner mit allem, was dazugehört. Modern, gut und traditionell. Restaurant Mahlzeit in Götzis am Garmarkt. Abartig gut. Die Scheibenfolien bei Joe Kleber Dornbirn. Tausch, Tönung, Reparatur. 50 Jahre Expert Janets. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Voraus.
Sie kennen das, zu Hause vor dem Fernseher, null Bock auf Bewegung. Was kann sich ändern? Bei uns sind Sie genau richtig. Die Vorarlberger Fitnessbetriebe haben viel zu bieten. Wir finden auch für dich das richtige Training. Alle Vorarlberger Fitnessbetriebe auf www.wohinheute.at. Der Verein Tierhilfe Vorarlberg, Gut Bozenau, in Doren-Bozenau an der Bregenzer Aare steht als Heimat für Tiere, die durch Krankheit oder Tod der Besitzer in Not geraten bzw. niemand mehr da ist, der sie versorgen kann. Tiere haben ein Recht auf ein Leben in Würde. Tiere sind keine Gegenstände, sondern Lebewesen. Spenden gerne an das Konto Nummer 47670 bei der Raiffeisenbank Hittisau 37435. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem Jahresrückblick der Senderei Industrieland Vorarlberg, Vorarlberger Firmen im Blickpunkt. Industrie in Vorarlberg blüht. Zahlreiche erfolgreiche Betriebe beweisen, dass das Ländle ein absolutes Industrieland ist. Auch im Jahr 2012 durften wir gemeinsam mit der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg einige Industriebetriebe besuchen und einen Einblick in das Unternehmen schaffen. Eines davon war Alge Electronics aus Lustenau. Seit über 40 Jahren werden im Eigentümer geführten Familienbetrieb mit ca. 50 Mitarbeitern Ideen von Kunden serienreif gemacht. Eigentlich spricht man bei Alge lieber von Partnern als von Kunden, weil das der Unternehmenskultur besser entspricht. Kunden spüren diese respektvolle Haltung und genießen alle Annehmlichkeiten eines Full-Service-Providers aus der Region. Von der Beratung über Entwicklung, Prototyping und Fertigung bis hin zum After-Sales-Service gibt es alles, was gerade gebraucht und gewünscht wird. Dabei wird größter Wert auf konstante, hervorragende Qualität und ein hohes Maß an Flexibilität gelegt. Von der Elektronik geht es nun ins Holz. Man sieht bereits, die Vorarlberger Industrie ist sehr vielseitig. Das Sägewerk Mündle wurde 1902 in Sat.1 gegründet und wird heute in der dritten Generation geführt. Der ursprüngliche Standort war der Ortskern in Sat.1. 2005 übersiedelte der jetzige Geschäftsführer Georg Mündle in die Gewerbestraße 5, um zum einen zu expandieren und zum anderen sich auch von der Fläche her nicht mehr einzuschränken. Nachdem das Rundholz per LKW angeliefert und abgeladen wurde, wird es mit der mobilen Entrindungsmaschine geschält, um einerseits einem Schädlingsbefall vorzubeugen und andererseits möglichen Schmutz in der Rinde zu entfernen. Dies erhöht die Standzeit der Sägeblätter. Das gesamte Restholz wird über mehrere Vibrorinnen dem Hacker zugeführt und dort zerkleinert. Im Trommelsieb werden die verschiedenen Fraktionen, je nach Größe, als Sägemehl, Brennspäne oder Hackschnitzel weiterverwertet. Einen ganz anderen Bereich durften wir bei der Firma ELB-Form begutachten. Der Spezialist für Rohrverformungen aus Vandans fertigt Profile und Metallkomponenten ganz nach Kundenwunsch. Präzision, Leidenschaft und Qualität sind drei Schlagworte, welche im täglichen Arbeitsfluss nicht mehr wegzudenken sind. Die Unternehmensgruppe weist langjährige Erfahrung in der Kalt- und Warmwurmgebung auf. Die Fertigungskompetenzen liegen unter anderem in den Bereichen Rohrbiegen und Hydroforming sowie in der Schweiß- und Montagetechnik. ELB-Form zählt auf ihre hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiter an deren Standort in Vorarlberg, Österreich und deren Schwesterwerken weltweit. ELB-Form ist ein Unternehmen der Erne-Gruppe mit Sitz ebenfalls in Vorarlberg. Als 100%ige Tochtergesellschaft der Erne Fittings GmbH profitieren sie von deren Know-how und Netzwerk.
Seit der Gründung im Jahr 1997 konnte ELB Form namhafte Kunden in vielen Industriezweigen von der Qualität und Innovationskraft ihrer Produkte überzeugen. Die ELB Form ist, wie wir gehört haben, ein Tochterunternehmen von Erne Fittings und auch dort machten wir uns vor Ort ein Bild. Erne Fittings ist the safe connection, technisch als auch persönlich. Das Familienunternehmen ist eine international wachsende Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Schlins und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Herkunftsländern. Erne Fittings is the safe connection. Erne Fittings ist la connexion sicura. Erne Fittings gewinne Bauland. Durch die hohe technologische Kompetenz in Sachen Formgebung, Wärmebehandlung und Entenbearbeitung sowie intensive Forschung und Entwicklung in leistungsfähige Produktionsprozesse stehen auch außergewöhnliche Lösungen schnell zur Verfügung. Weiter geht es im Textilbereich. Heveltextil in Schwarzach wurde 1907 gegründet und hat sich mittlerweile in der Branche mehr als nur etabliert. Neben der Steppdeckenproduktion im Käfermarkt in Oberösterreich sitzt das Herzstück des Unternehmens und die Inlet-Weberei in Schwarzach vor Arlberg. Nach der Qualitätssicherung des Rohmaterials nehmen die Dinge in der Zettlerei ihren Lauf. Hier werden bis zu 640 Garnkronen parallel auf das Zettelgatter aufgewickelt. Die elektronische und optische Überwachung garantiert dabei fehlerfreie Garne ohne Schlingen und Dickstellen. Damit die Garne zusätzliche Stabilität bekommen und im gleichen Zuge noch glatter werden, kommen sie in die Schlichterei. Dort wird die aufgekochte Schlichte im Schlichtetrog in die Fäden aufgedrückt. In der Weberei wird das Kettgarn mit dem Schussgarn verkreuzt. Traditionsreich ist in Vorarlberg natürlich auch die Stickerei. Oskar Hämmerle konzentriert sich da vor allem auf die alten Methoden des Stickens. Das Lustenauer Stickereiunternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die traditionellen Verfahren der Stickereikunst mit den modernen Mitteln der Produktion zu vereinen. Zurück zu den Wurzeln wird dabei großgeschrieben, weshalb auch Wert auf das Wissen längst vergangener Zeiten gelegt wird, das schon fast in Vergessenheit geraten ist. Im Gespräch mit dem Urgestein der Stickerei werden alte Verfahren erörtert, die in die neuesten Kreationen und Designs einfließen. Das Altgelernte wird durch Kreativität und Teamarbeit neu aufbereitet. Designer und verschiedenste Generationen arbeiten zusammen, um das beste Ergebnis für Kunden zu erzielen. Von der traditionsreichen Stickerei geht es nun weiter zum Textildruck. Wenn bekannte internationale Modelabels wie zum Beispiel Triumph, Bruno Banani oder Palmas sexy Dessous und kuschelige Pyjamas entwerfen, ist meist auch ein Vorarlberger Unternehmen involviert. Ruef aus Mundlix. 3,5 Millionen Meter Stoff, vor allem elastische Maschenstoffe, werden jedes Jahr bedruckt. 95% der Ware geht in den Export. In Vorarlberg freilich kennt man Ruef vor allem als 100-Wasser-Fabrik. Für den berühmten Künstler und Umweltaktivisten wurde im Jahr 1987 ein Auftrag realisiert, an dem normale Fahnendrucker kläglich scheiterten. Aber zurück zum bunt bedruckten Stoff. Denn der ist am Anfang nichts anderes als eine Idee in den Köpfen der Ruef-Designer. Internationale Modemessen zeigen die generellen Trends auf. Bei Ruef werden daraus konkrete Designideen aus Formen und Farben. Nach Auswahl der besten Entwürfe geht es ins Feintuning. Gearbeitet wird also viel, da darf zwischendurch auch gefeiert werden. Lehre am Ball, der Lehrlingsball der Industrie, zog auch heuer wieder die Massen ins Bregenzer Festspielhaus. Ein Hauptprogrammpunkt des Lehrlingsballs war wiederum die Ehrung der ausgezeichneten Lehrabsolventen. Gemeinsam überreichten Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rhein und der Obmann der Sparte Industrie Christoph Hinteregger die begehrten Industrie-Oscars. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr 66 besonders erfolgreiche Nachwuchsschlüsselkräfte aus 38 Industriebetrieben. Besonders erfreulich ist, dass 13 Mädchen, die in verschiedenen technischen und kaufmännischen Lehrberufen ausgezeichnet werden konnten. Die Aufholjagd der jungen Damen ist in gut bezahlten technischen Berufen damit voll im Gange. Mit seiner Dance-Show der besonderen Art zeigten die Lehrlinge aus den Unternehmen der Vorarlberger Industrie, was neben fachlichen Fähigkeiten sonst noch alles in ihnen steckt. Wenn es um international erfolgreiche Firmen geht, hat Vorarlberg einiges zu bieten. Dazu gehört auch Tridonic.
Das Thema Licht und die Umsetzung verschiedenster Lichtkonzepte steht hier an erster Stelle. Das umfassende Know-how ist dabei von entscheidender Bedeutung, denn mehr als 500 Erfindungen und über 2000 Patente sprechen für sich. Für das Dombene-Unternehmen ist die Leidenschaft für Licht die wichtigste Voraussetzung, um das detaillierte Fachwissen immer weiter voranzutreiben und Innovationen zu entwickeln. Wenn man von Brot und Backwaren spricht, kommt man an einem Vorarlberg-Unternehmen nicht vorbei, der Bäckerei Oelz. Vor mehr als 70 Jahren hat Rudolf Oelz eine Bäckerei in Dornbirn gegründet und so den Grundstein des Unternehmens gelegt, das heute zu den führenden europäischen Feinbackwaren-Spezialisten zählt. Die Backwaren bei den Oelz-Meisterbäckern werden nach traditionell überlieferten und erprobten Rezepten hergestellt, die stetig von den Bäckern verfeinert und verbessert werden. Deshalb schmecken die Backwaren der Oelz-Meisterbäcker wie hausgemacht. Auf dem guten Brot fällt dann nur noch die Auflage und Vorarlberg ist über die Grenzen hinaus für den guten Käse bekannt. Dazu beigetragen hat Rupkäse in Hörbranz. Außer der Herstellung und Vermarktung von ausgezeichneten Berg- und Alpkäse-Spezialitäten ist das Schmelzen von Käse ein bedeutendes Standbein der Privatkäserei. Im Vorarlberger Hörbranz denkt man seit der Firmengründung von Rupp exportorientiert. Vielleicht, weil hier im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz das Überschreiten von Grenzen schon immer alltäglich war. Schon Josef Rupp der Erste exportierte in 5 verschiedene Länder. Heute liefert Rupp bereits in der 3. Generation mehr als 80% der Produkte in über 50 verschiedene Länder. Von Hörbranz geht es in Richtung Oberland und zu einem Unternehmen, das auf jeden Fall zur Lebensqualität beiträgt. Getzner, der Good Vibrations Company. Getzner entwickelt seit über 40 Jahren hochelastische Lösungen zur Dämmung von Schwingungen. Sie sind in Gebäuden, auf Bahnstrecken, auf Brücken, in und unter Maschinen, aber auch in industriellen Produkten wie Protektoren oder Mikroskopen zu finden. In Gebäuden kehrt Ruhe ein. Züge können leiser und nahezu erschütterungsfrei durch bewohntes Gebiet fahren. Die Produktion bei Getzner Werkstoffe ist beeindruckend. Auch wenn die Erzeugung des Kunststoffes recht einfach ist. 2 große Bandgießanlagen produzieren die Kunststoffbahnen. Die einzelnen Komponenten werden über einen Gießkopf auf ein Band aufgetragen. Vor allem über die Winterzeit kommt man an den Produkten von Doppelmayr nicht vorbei. Der Weltmarktführer im Bereich Seilbahnen mit Sitz in Wohlfahrt hat eine lange Tradition und möchte diese auch in Zukunft behalten. Eines, was sich Doppelmayr seit Jahren auf die Fahnen schreiben kann und auch darf, ist die Lehrlingsausbildung. Die zukünftigen Facharbeiter finden beste Voraussetzungen vor, um sich in ihrem weiteren Berufsleben zurechtzufinden. Die Ausbildung fängt beim Elektro- und Maschinenbautechniker an und hört bei den Konstrukteuren auf. In der eigenen Lehrlingswerkstätte werden die Lehrlinge perfekt ausgebildet und geschult. Ziel ist es natürlich, die guten Facharbeiter dann auch im Unternehmen einzubringen. Das Jahr 2012 war wieder ein spannendes Jahr mit unglaublich vielen Eindrücken aus der Vorarlberger Industrie und auch im nächsten Jahr werden wir uns wieder Betriebe im Land ansehen und Ihnen präsentieren. Und eines ist sicher, wir alle können stolz sein auf unsere Industrie in Vorarlberg. Volksbank Vorarlberg präsentiert das Emser Faschings Opening, die geile Faschingsparty im Rheintal am 5. Jänner 2013. Für eine brodelnde Tanzfläche sorgt Mr. Stimmungskanone DJ Beefs, bekannt vom Emser Oktoberfest und der Poolparty Lautrach. Zusätzlich garantieren zahlreiche Gucker-Musiken und Garden aus dem ganzen Land und dem Fürstentum Liechtenstein den perfekten Faschingseinstand. Tickets gibt's im Vorverkauf in allen Volksbanken Vorarlbergs, im Musikladen Götzis, bei Dornbirn Tourismus und online unter www.facebook.com/emserfaschingsopening. Wir starten heute mit der 2. Staffel des Ländle-Talks im Restaurant Mahlzeit am Garmarkt in Götzis. Den Start macht die Restaurantleiterin Beate Thurnherr. Ich wünsche Ihnen interessante Minuten mit dem Ländle-Talk.
Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von unserem Ländle Talk. Wir starten heute mit der zweiten Staffel aus dem Restaurant Mahlzeit hier in Götzis am Garmarkt. Und ich darf begrüßen Beate Turner, sie ist Restaurantleiterin hier im Mahlzeit. Danke, dass du da bist. Hallo Philipp, danke. Hallo. Auch. Das Mahlzeit ist jetzt noch recht jung, das ist noch nicht so lange her, wo die Eröffnung war. Kann man mal nachfragen, wie ist es euch ergangen die erste Zeit? Die erste Zeit war sehr anstrengend, viele Stunden, viel Arbeit, dass das Ganze zum Laufen kommt, dass die Leute uns finden, da wir doch sehr abgelegen sind am Garnmarkt im Moment noch. Mittlerweile hat es sich gut eingespielt, wir hatten zwischendurch eine etwas ruhigere Phase, jetzt die Weihnachtszeit war wieder etwas stressiger, doch es legt sich auch wieder und der Alltag läuft normal weiter. Also man kann einmal auf jeden Fall sagen, dass ihr zufrieden seid jetzt mit der ersten Zeit. Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Zeit. Hat sich alles gut eingespielt, auch das Team hat sich sehr gut zusammengefunden. Also volles Programm auch in der Vorbereitung, da gehört natürlich einiges dazu. Wenn wir jetzt ein bisschen aufs Mahlzeit selber eingehen und auf dich und das Mahlzeit. Was macht denn für dich das Mahlzeit aus? Was ist das Besondere an diesem Restaurant? Das Besondere an diesem Restaurant ist, es hat eine gute Lage. Für mich als Dornbirnerin sehr nahe. Ich muss nicht 50, 60 Kilometer fahren. Das Schöne daran ist, dass ich meinen Tagdienst machen kann, dass ich zwar am Abend auch anwesend bin, wenn es nötig ist. Sonnenfeiertag haben wir geschlossen, was natürlich im Gastgewerbe sehr positiv ist. Mhm. Du bist der Restaurantleiterin hier in Mahlzeit in Götzis. Kannst du mal ein bisschen einen Überblick geben? Was heißt denn das Restaurantleiterin? Was bist du da überall zuständig? Zuständig für den Service, für die Serviceangestellten, damit sie ihren Dienstplan bekommen, damit sie eingeteilt sind, wissen, wann sie arbeiten. Zuständig für gewisse Sachen, die ich an Materialien hier draußen brauche. Christian ist dafür verantwortlich, dass in der Küche immer alles da ist. Diesen Part übernehme ich für den Service. Du bist sozusagen ein bisschen die gute Fee auch. Immer. Der Christian ist mehr in der Küche, mehr im Hintergrund und du bist dann eigentlich eher die, die da ein bisschen vorne steht und auch natürlich dazu schaut, dass draußen alles funktioniert, oder? Selbstverständlich. Ich bin eher die, die am Gast natürlich als Erste steht. Wenn ich nicht da bin, ist Christian derjenige, der natürlich zum Gast geht, falls es einen schwierigen Gast geben sollte oder die Nachfrage nach einer führenden Position ist. Warst du immer schon in der Gastronomie tätig oder hat sich das dann irgendwann einmal ergeben? Angefangen in früher Kindheit, meine ältere Schwester hatte ein Lokal, da entdeckte ich die Leidenschaft zum Gastgewerbe. Im späteren Alter nach der Schule entschloss ich mich für eine Lehre, als Koch-Kellner damals. Habe diesen Beruf immer gerne ausgeübt, war auf Saisonen früher viel unterwegs in verschiedenen Gastgewerbebetrieben. Hatte dann kurz einmal eine Ausflucht aus dem Gastgewerbe, wegen den Arbeitszeiten, Wochenendzeiten. Und mit dem Restaurant Mahlzeit habe ich den Weg zurück in die Gastronomie wiedergefunden. Durch Christian, durch das Angebot, dass ich tagsüber da bin, dass er tagsüber vielleicht auch mal gehen kann. Und natürlich Sonnenfeiertag geschlossen ist. Also für dich war da wirklich ausschlaggebend die Arbeitszeiten, dass du das Gastgewerbe eigentlich dann mal verlassen hast. Ne? Ja. Und hat dich dann Christian ein bisschen animiert oder kennt ihr euch schon länger? Oder wie hat das dann funktioniert, dass du gesagt hast, okay, im Mahlzeit, dann möchte ich wieder in die Gastro zurückkehren? Der Weg zum Mahlzeit und zu Christian ist über seine Lebensgefährtin erfolgt, die ich schon seit Jahren kenne, auch durch berufliche Erfahrung damals bei ihren Eltern in Rankweil. Und somit ist das im Mahlzeit entstanden. Okay, also hat sich dann das alles wieder geschlossen sozusagen, der Kreis. Kreise haben sich geschlossen. Wenn wir auf den Beruf jetzt einmal allgemein eingehen, Restaurantleitung und auch Gastronomie und Service, was bringt denn dieser Beruf mit sich? Was sind denn da die Besonderheiten und was sind Sachen, wo vielleicht einer kann und der andere vielleicht nicht? Erstens, man muss die Leidenschaft zum Gastgewerbe haben. Man muss den Umgang mit den Leuten lieben oder auch dass man nicht immer den nettesten Gast hat, dass man auch schwierige Gäste hat. Mit dem natürlich umzugehen, ist nicht immer einfach, aber das ist die Herausforderung. Das bewundere ich eigentlich immer, wenn man oft in Lokalen und in Restaurants sind und man merkt, und man kommt vielleicht am Nebentisch mit, da ist jetzt ein Gast, der nicht ganz einfach ist. Wie geht man da wirklich damit um? Gibt es da einen Tipp oder irgendwas? Aber was macht man denn da? Ein Tipp in dem Sinn kann ich nicht wirklich geben. Also das ist immer situationsbedingt. Man muss einfach das Beste für den Gast herausholen, schauen, was möglich ist, damit der Gast auch zufrieden wieder aus dem Lokal
geht und das Ganze positiv weitergeben kann, was er hier erlebt hat. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Gäste eingehen, was ist gerade angesprochen? Kann man das sagen? Was ist denn so das Publikum in Mahlzeit so über den Tag verteilt? Wer kommt denn da alle? Wir haben ein kunterbuntes Publikum eigentlich. Von der Hausfrau mit Kind, die im Einkaufen ist, schnell auf einen Kaffee kommt. Von den ganzen Büroangestellten und Angestellten am Garnmarkt. Vom Arbeiter, die auf der Baustelle sind. Bis hin zum Anwalt, die am Abend oder auch mittags da sind. Also wirklich alles bunt durchgemischt. Das macht ja, glaube ich, auch Spaß, oder wenn man sich jetzt nicht irgendwie, sage mal, in einer Nobel oder andere Nische reinsetzt, auch vom Publikum her, sondern weil da wirklich jeder kommen kann. Oder? Ja, das ist sehr angenehm, weil einfach ja, das Ganze gemischt ist. Wenn nur irgendwie vom Ambiente her sind wir natürlich auch für alles offen. Man kann bei uns genauso mit der Arbeitskleidung hereinsitzen, also wir auch schön gekleidet. Also da ist alles möglich in dem Fall. Empfangst da jeden Gast sozusagen. Wir empfangen jeden Gast. Wenn wir noch ein bisschen aufs Team eingehen, du bist ja, wie gesagt, auch für den Service vor allem zuständig. Auf was achtet man denn da als Restaurantleiterin jetzt, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Service? Hast du da gewisse Vorlieben oder Voraussetzungen? Voraussetzung ist natürlich auf der einen Seite, dass die Erfahrung da ist. Gelernt den Beruf ist immer von Vorteil, wobei ich meine Erfahrung auch gemacht habe mit Menschen, die das nicht gelernt haben, mit Ausbildung, sondern einfach Quereinsteiger waren und das auch sensationell hinbekommen. Hauptausschlaggebend ist natürlich die Freundlichkeit, die wir in unserem Beruf tagtäglich brauchen. Kann man da sagen, wenn man auch als Quereinsteiger da zu euch kommt, kann man da sagen, gibt es da ein gewisses Talent von jemandem oder sind das einfach Sachen, dass jemand einfach so offen und freundlich ist, dass er einfach hier genau reinpasst? Offen und freundlich ist sicher ein Hauptpunkt. Das nächste ist natürlich, dass er auch ein bisschen Fachwissen nach und nach hat, beziehungsweise wenn er Quereinsteiger war, hat er das ja schon einige Jahre ausgeübt. Den Feinschliff kann man immer verbessern. Also auch ich lerne jeden Tag noch wieder Neues dazu. Da lernt man nie aus. Gibt es in Mahlzeit, gibt es da irgendwie, einen roten Faden oder so, wo ihr sagt, okay, das sind so Sachen, wo wir vielleicht ein bisschen anders machen, auch im Service als wie andere? Würde ich nicht unbedingt sagen. Also von dem her arbeiten wir sicher gleich wie alle anderen Restaurants. Mittags sind wir eher im einfachen Bereich. Im Abendgeschäft sind wir im Restaurantbereich, nicht im Kaffeebereich. Also es läuft im normalen Rahmen, aber man schaut natürlich, der Gast und der Kunde ist König, das ist, glaube ich, das Stichwort. Das sowieso. Jetzt haben wir lange über die Arbeit geredet. Wenn wir jetzt ein bisschen neben die Arbeit blicken sozusagen, was sind denn so deine Tätigkeiten in der Freizeit? Wie kommst du ein bisschen weg von der Gastronomie? Als Ausgleich zu meinem Job gehe ich gerne schwimmen. Da kann ich abschalten und danach entspannen in der Sauna. Im Winter natürlich gerne Skifahren. Als Vorarlbergerin mit Bergen rundherum ist man mit Skiern fast auf die Welt gekommen. Ich verbringe gerne meine Zeit mit Freunden. Und das Ganze dann einfach eher ein bisschen zum Abschalten. Und ich glaube, man muss auch vor allem in der Gastronomie dann ein bisschen weg. Ist es dann für dich eher so, du hast gesagt, okay, mit Freunden natürlich, aber brauchst du dann auch deine Zeit für dich, wenn man eigentlich immer mit Leuten zu tun hat? Ja, ich brauche meine Zeit für mich alleine zu Hause. Also ich kann zu Hause ganz gut alleine sein und die Zeit genießen, wo ich niemanden um mich herum habe. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die Jugend eingehen, du bist jetzt schon etwas länger auch im Geschäft und schon etwas erfahrener, man lernt nie aus, hast du selber gesagt, aber was kann man denn vielleicht jungen Leuten mitgeben, die sagen vielleicht, okay, Gastronomie und das Gastgewerbe wäre was für mich, was kann man denen mitgeben von Anfang an, was sind denn so Sachen, wo man sagen kann, okay, das wäre ein Weg oder das solltest du machen? Das Wichtigste ist, dass man die Leidenschaft zu dem Beruf hat bzw. entwickelt, dass man mit Engagement dabei ist. Was für mich wichtig ist in der Gastronomie ist, wenn jemand eine Lehre macht und diese auch abschließt, finde ich, sollte man danach auf Saison gehen. Einfach weg aus dem Betrieb, wo man gelernt hat, was andere sehen, viele Erfahrungen sammeln und sich dann wieder zu Hause niederlassen, wie ich es gemacht habe. Ist die Saison, da möchte ich noch kurz einhaken, ist das, was ist der Unterschied, wenn man sagt, okay, man geht jetzt zum Beispiel in ein Skigebiet, wenn wir jetzt im Winter sind, mal wirklich diese Zeit auf Saison, was ist da anders, als wenn man, sage ich mal, normal seinen Alltag auch in der Gastronomie verbringt und arbeitet? Der Druck ist ganz anders. Man arbeitet natürlich viel mehr, viele Tage, viele Stunden. Man hat viel mehr Frequenz, die in einem Lokal, wie jetzt hier in Mahlzeit, irgendwann eingependelt ist. Man hat das Mittagsgeschäft, das Abendgeschäft.
es gibt ruhigere Tage, es gibt weniger ruhige Tage und auf Saison ist es einfach, ich sage mal, 4 Monate mit Druck durchgehend. Und ich finde das sehr positiv, wenn man das gemacht hat, dann weiß man, mit dem Druck auch umzugehen. Also Saison ist einfach kein Thema mehr. Ich denke, das hört sich an, als ob du wirklich deine Zeit auch hier vor allem in Mahlzeit genießt und froh bist, dass du einfach so ein bisschen auch deinen geregelten Ablauf hast. Oder? Ja, da bin ich sehr froh darüber, den Weg wieder in die Heimat gefunden und auch wieder hier im Gastgewerbe am Arbeiten bin. Wunderbar, dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle für das interessante Gespräch. Ich wünsche euch natürlich in Mahlzeit weiterhin viel Erfolg und freundliche Gäste, dass sich das in Grenzen hält mit dem Aufregen und dir vor allem auch weiterhin viel Spaß natürlich auch, würde ich mal sagen, in der Gastronomie und im Gastgeber, dass das noch lange deins ist. Dankeschön, Philipp. Dankeschön, dass du da warst. Danke. Ja, spannende Fragen, spannende Themen haben wir jetzt gehört mit Berthe Turner, der Restaurantleiterin von Mahlzeit aus Götzis. Das war's von der ersten Ausgabe der neuen Staffel hier aus dem Mahlzeit mit unserem Ländetalk. Ich darf mich verabschieden und würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Beim Ländle TV Reinigungstipp zeigen wir Ihnen auch diese Woche wieder, wie Sie jede Menge Zeit und Geld beim Putzen sparen können. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Mir gefällt am Direktvertrieb, dass ich hier die Möglichkeit habe, selbstständig zu arbeiten. Und das nebenberuflich und ohne jegliches Risiko. Somit kann ich mir ein zweites Einkommen erwirtschaften, welches ich innerhalb weniger Jahre sogar zu meinem Haupteinkommen ausbauen kann. In keiner anderen Branche habe ich eine solche Möglichkeit gefunden. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Die Weihnachtszeit ist auch immer die Zeit, in der Charity-Aktionen gestartet werden. Eine solche fand in Rankweil statt. Auf der Gastra traf der HC Rankweil auf die VU Feldkirch. Geld wurde gesammelt und zwar zugunsten des Fallberger Kinderdorfs. Wir von Ländle TV waren ebenfalls mit dabei. Der gute Zweck stand beim Winter Classic zwischen dem HC Samina Rankweil und der Frastanzer VU Feldkirch ganz klar im Mittelpunkt. Die Cracks auf dem Eis schnürten die Schuhe für den guten Zweck und sammelten so Geld für das Fallberger Kinderdorf.
Das freut mich besonders, wenn sich die Sportler für solche Benefizspiele zur Verfügung stellen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und natürlich, es war wieder ein Test für uns, um zu sehen, oder wo stehen wir, wo können wir uns noch verbessern, welche Dinge können wir beim Gegner abschauen, unter Anführungszeichen, um dann in der Schweizer Meisterschaft in der Endphase zuzuschlagen. Gewonnen hat schlussendlich der Favorit aus der Montfortstadt. Die VU Feldkirch siegte auf der Gastra mit 6:3. So gab es also nur zufriedene Gesichter. Eines davon gehörte Johnny Hele. Der Ex-VU-Krieg schnürt nun die Schuhe für den HC Rankweil und zeigte sich vor allem von den beiden Gastspielern Goalie Martin Altrichter und Jan Plattl begeistert. Ja, es ist immer was Spezielles. Ja. Wir haben Gott sei Dank ein paar so Spieler gehabt und da schaut man sich natürlich das eine oder andere ab, dass natürlich jeder auch selber ein bisschen verbessert. Für ordentlich Show. Vor den rund 1000 Fans war also mehr als gesorgt. Zufriedene Gesichter auf allen Seiten, so soll es sein. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf mich heute mit einer Eigenkomposition von Erich Nachbauer, und zwar mit dem erfolgreichen Lied Friede auf dieser Welt, bei Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frieden auf die Wenn die Glocken läuten zur Weihnachtszeit, wenn die Stadt im Lichterscheine steht, dann geh ich allein durch die Gassen. Weihnachtszeit, wie bist du schön? Dort die Sterne, sie mahnen und halten die Wacht. Lebt in Frieden, in Eintracht und Freude. Denn die Straße des Lebens, sie endet so schnell. Drum wünsch ich Frieden auf dieser Welt. Denn die Straße des Lebens, sie endet so schnell. Drum wünsch ich Frieden auf dieser Welt. Frieden auf dieser Welt.